Chapter 2. The Village of Goosebucket. Goosebucket. Ah. Und deshalb habe ich dir schon eine Million Mal gesagt, dass du niemals eine Ente gegen den Wind streicheln solltest. Was? Aber sie war so süß und kuschelig und... ein Wagen. Eine kuschelige Wagenente? Ah. Ein Wagen. Wow, ich habe noch nie einen derartigen Wagen gesehen, wie mir wohl gehört. Was das wohl... was? War das schon vorher hier? Ein Blick schadet wohl nicht. Sieht aus wie ein Laden. Hm. Gucken wir mal. Hallo? 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 Ist jemand da? Vielleicht sind sie unterwegs. Hm, was klopft denn so früh ein reisender Ritter an die Wagentür einer alten Frau? Es tut uns leid, sie zu stören. Wir haben uns nur gefragt... Sie sind doch eindeutig eine weise alte Frau, oder? Oh, vergeben Sie möglicherweise Quests? Da bin ich sowas von bereit, um... nein, nein. Ich fürchte, ich bin einfach nur eine reisende Ladenbesitzerin. Oh, mein Laden hat leider noch nicht geöffnet. Oh, wir sind gerade auf einer Mission im Namen der alten Götter. Und wir haben Pilze gesammelt. Bitte entschuldigen Sie, meine Freundin hier. Wir wollten uns nicht aufdrängen. Das ist schon in Ordnung. Was wäre ich auch für eine Händlerin, wenn ich euch ohne eine kleine Gabe gehen lassen würde? Oh, der Tribut einer weisen Frau. Verringert 3 Runden lang die Stärke der Gegner um einen Rang. Ein Debuff. Nice. Schickes Artwork. Oh, ein Frostzauber. Oh. Fügt einem Ziel oder einem weiteren zufälligen Gegner Schaden zu. Oh, das ist cool. Genau das Richtige für 2 junge Abenteurerinnen wie euch, möchte ich doch behaupten. Lebt wohl und kommt mich mal in meinem Laden in der Stadt besuchen, wenn der ganze Krawall dort vorüber ist. Welcher Krawall? Was für eine freundliche alte Dame. Ja, aber was meint sie wohl mit Krawall? Deckerstellung, aha. Du hast einen Satz brandneuer Lochkarten bekommen, klasse. Um sie im Kampf einzusetzen, musst du das Menü Deckerstellung aufrufen und sie deinem Lochkartendeck hinzufügen. Rufe jetzt über den eingeblendeten Taste das Pausenmenü auf. Ich drücke, aber es wird nichts passiert. Ach so. Decks. Deckerstellung. Ach du Heilige. Im Deckerstellungsbildschirm kannst du die Lochkartendecks deiner Helden anpassen. Links befindet sich ein Ordner mit all deinen Karten. Noch sind es nicht sehr viele, aber keine Sorge, du findest auf deiner Reise noch genug davon. Ich habe mich geirrt, es ist nicht wie Paper Mario Stickers da. Auch in einer gewissen Art und Weise schon. Aber es erinnert mich ehrlich gesagt irgendwo mehr an momentan aktuelle Online-Kartenspiele. Oder halt wie Darkest Dungeon. Es ist wie Darkest Dungeon in einer gewissen Weise. Cool. Rechts siehst du das Deck deines Helden mit den Karten, die ihm im Kampf zur Verfügung stehen. Du kannst Karten hinzufügen, indem du aus dem Ordner wählst, und Karten entfernen, indem du in die Deckliste auswählst. Jeder Held muss exakt 8 Karten im Deck besitzen. Dein Deck fortwährend zu verbessern, ist der Schlüssel zum Erfolg im Kampf. Also schau in diesem Menü vorbei, wann immer du neue Karte findest. Okay. Also wir brauchen immer 8 Karten. Wir haben 2x Heldenmut. Sammer tapferer Moment, wie viele Karten haben wir insgesamt? Machen wir alle raus. Sehen wir haben von Heldenmut, Heldenhieb und tapferer Schlag jeweils 4 Karten. Klar, ein ganzes Deck nur mit Karten zuzuballern, die irgendwo Gears benötigen. Ich nenne sie einfach mal Gears. Ist keine gute Idee. Ist totaler Schwachsinn, ist total bedeppert. Interessant, dass die hier 0 Gears kostet. Komisch. Huh. Kostet 0 Gears, aber irgendwo ganz komisch. Huh. Ich würde sagen, so ein Deck mit 2-3 tapferen Schlägen ist nicht schlecht. Für ein bisschen mehr Schaden machen. Gerade wenn man jemanden dabei hat, der keine Gears verwendet. Was? Nein, 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 nein.
Also man kann auch wechseln auf einen anderen Charakter, dann ist ein ungültiges Deck vorhanden und man muss die Karten anpassen oder verwerfen, das Deck. Ich würde einmal Schlachtruf mitnehmen. Ist gerade auf schwer wahrscheinlich eine gute Idee. Heldenmut zweimal. Mach's mal so. Dreimal Heldenhieb, zweimal Heldenmut. Wobei ein Buff müsste eigentlich reichen. Ein Buff reicht und dann machen wir noch ein bisschen mehr Schaden rein. Machen wir noch einen Heldenhieb rein. Mach mal so. Das sieht gut aus. Das kann ziemlich heftig werden, wenn gerade so gegen Ende spielt, man komplette Karten hat irgendwo. Gut, Feuerbrunst habe ich dreimal? Ah ne, habe ich einmal drin. Kostet aber drei Gears. Feuersäulen könnte man mehr reinpacken. Bücher sollten wir rausnehmen. Eisige Kälte ist nicht schlecht. Die Mana-Barriere sehr, sehr praktisch. Man sollte nicht zu viel AOE da drin haben. Mach mal eine Mana-Barriere raus. Wenn es normale Gegner sind und wenn es mehrere Gegner sind, wechseln wir. Machen dafür dann einen weiteren Bücherhieb rein. Drei Bücherhiebe und vier Karten, mit denen wir Gears benötigen. Ja. Was so das Beste sein wird, ich denke mal, da gibt es so eventuell später noch das ein oder andere große Gerätsel von vielen Leuten. Die werden da Decks erstellen und sagen, das ist das beste Dingens überhaupt. Moment mal, hier stimmt etwas nicht. Wo sind diese stumpfen Gildenhelden, die das Tor bewachen sollten? Du meinst die, die uns ausgedacht haben und meinten, wir sollten uns ja nicht im Wald verirren? Vielleicht hat Meister Keins alle in den Gildenclub einberufen. Wenn ich erst meine Gildenmitgliedschaft erhalten habe, werde ich den Kodex genau wie Gigamec ehren und die Ungerechtigkeit in der Welt niederschlagen. Feuer! Ganz genau. Es werden Funken fliegen, wenn jemand versuchen sollte. Nein, siehst du nicht den Rauch? Da brennt etwas. Schnell, wir müssen herausfinden, was da vor sich geht. Beschleunigen, hast du es eilig? Bestätige die unten eingeblendete Taste, um schneller zu erkunden. Kämpfe werden dadurch ebenfalls schneller. ZR. Yeah. Okay. Feuer. Es brennt. Wow, das ist mal ein Feuer. Was ist passiert? Wir waren da bloß für ein paar Stunden weg. Sieh mal, auf dem Marktplatz scheint irgendwas los zu sein. Lass uns mal nachsehen. Okay, wir sind geheilt worden nach dem Level-Up. Das ist schon mal gut. Nicht, dass wir gleich kämpfen müssen gegen Plünderer oder sonstiges. Hey! Captain Canary? Ein entscheidender Sieg für den Abgrund. Diese Dummköpfe haben ihre Angriffe nicht mal kommen sehen. Wir waren das, Sir. Wir haben sie angegriffen, Sir. Corporal Butch, kümmern Sie sich darum, dass die Gildenhelden anständig gefesselt werden, wie Sie es auch schon in den anderen Dörfern getan haben. Jawohl, Sir. Es ist mir eine Ehre, Sir. Wir werden Sie im 0, nichts verschnürt und zum Transport bereit haben. Okay. Ihr habt den Captain gehört. Durchsucht das Dorf mit stolz geschwellter Brust. Eine neue Weltordnung steht kurz bevor. Muss ich die alle umhauen? Das sind ganz schön viele. Das ist so toll. Ich wollte schon immer ein Handlanger des Bösen sein. Ich weiß, dass der dunkle Lord die Welt neu ordnen wird und so. Aber wofür brauchen wir die ganzen Gildenhelden? Du bist einer der neuen Rekruten, richtig? Wenn man zum Abgrund gehört, stellt man keine Fragen. Warum nicht? Halt den Rand. Warum nicht? Aha, ihr Trottel seid ja offensichtlich in die Sache mit dem Feuer verstrickt. Bereitet euch auf eure gerechte Strafe vor. Weitere Gildenhelden? Der Captain wird sich freuen. Oh, ich gehöre nicht wirklich zur Gilde. Noch nicht, aber danke. Ich meine natürlich, bereitet euch auf euer Ende vor, ihr Bösewichte. Alles klar. Alles klar. Und ich habe natürlich eine echt bescheidene Hand bekommen. Okay.
Ich sollte vielleicht eine Feuersäule wegpacken. Oder? Ja. Eine Feuersäule weg. Eine Mana-Barriere, sehr schick. Und einen tapferen Schlag könnte ich auch wegpacken eigentlich. Aber ne, wir machen das mit einem Bücherhieb. Auf den Batsch. Ein Heldenhieb. Auf den Batsch. Und eine Mana-Barriere zur Sicherheit. Doink. Konterhaltung, okay. Also er hat eine Konterhaltung jetzt angenommen. Ich nehme mal stark an, das ist nicht gut, wenn wir jetzt angreifen sollten. Gucken wir mal. Konterhaltung. Chance, Konterangriffe zu kontern. Er hat eine Schwäche gegenüber Elektroangriffen. Und Batsch hat auch eine Schwäche gegen Elektroangriffen. Man sieht... Ah, okay, man sieht die Stärke der Gegner auch. Das ist gut. Das ist gut, man sieht alles. Heilgegenstände kann man auch einsetzen. Fliegen kann man nicht. Und man kann in die Spieloption reingehen. Okay, gut zu wissen. Dann machen wir eisige Kälte. Hier. Ich denke mal nicht, dass es als Konter was bewirken kann. Wir aktivieren den Heldenmut. Und wir machen einmal einen Heldenhieb. Genau, das aktiviert nicht den Konterangriff. Gut. Das heißt, es könnte einen... Oh. Das heißt, es könnte wirklich einen Dingens geben. Einen... Reflektierzauber. Oder Reflektier... Dingens. Schlachtruf. Ich weiß, warum jetzt 0 dran steht. Ist mir gerade so eingefallen. Wenn da 0 Gears dran steht, heißt es, es ist keine Dingens, die... selbst die K generiert, sondern keine verbraucht. Einfach nur da ist. Wir werden es mal machen. Und werden mit tapferen Schlag den hier rausnehmen und mit dem Heldenhieb hinterher dann mal draufhauen. Das wird eine raus. Wir haben 40 und Nummer 13 oder 14. Zack, einer raus. Nicht allzu schwer, die Kämpfe. Gut. Bücherhieb. Bücherhieb. Feuersäule. Eins. Zwei. Drei, vier, fünf. Hehe. Okay. Na dann haben wir es weg. So, und einmal hinterher, zack, und los geht's. Falsche Taste. Nein, falsche Taste. So. Hi-ja. Und nochmal hinterher, zack. Gut. Das wird Ihnen eine Lehre sein, nicht mit dem Feuer zu spielen. Und, hast du gehört? Was? Die haben mich für eine Gildenheldin gehalten. Apropos, wo sind die Gildenhelden eigentlich? Die hätten sich von Anfang an um diese Halunken kümmern sollen. Da kommt jemand. En garde, ihr Pyromanen. Halt, das ist Galio. Er ist ein Frosch. Du alter Miesepeter, warum bist du nicht mit uns in den Wald gegangen? Wir haben diesen riesigen Pilz getroffen und einen coolen Wagen gefunden, der... Vergiss das einen Moment. Was zur Hölle ist hier passiert? Na, wo soll ich das wissen? Und was ist eigentlich mit den Leuten los? Ich war gerade beim Bäcker und der kaute bloß mit zusammengekniffenen Augen hinterm Tresen. Er wiederholte immer nur wieder, nehmt was ihr wollt, aber bitte tut mir nichts. Wie schrecklich. Hat er irgendetwas darüber gesagt, was hier los ist? Nee, ich wollte ihn nicht belästigen, also habe ich einfach mitgespielt. Wer möchte frische Brötchen? Wow. Wow. Endlich Frühstück. Gib her, gib her, gib her, gib. Aber das... Du willst mich jetzt sehen, dass du nichts gesehen oder gehört hast.
Nö, ich habe den ganzen Morgen im Keller gewerkelt. Ich habe meinen Wasserdruck optimiert und diese Düse gewechselt, damit das Wasser... Schon gut, wir haben es eilig. Sieht so aus, als ob sich der Rauch mit über den Rathaus sammelt. Und mit wir meinst du uns drei. Also los jetzt. Juhu, alle guten Dinge sind drei. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Ah. Oh. Galileo. Dieser eigenbrödlerische Handwerker findet nur selten einen guten Grund, den Keller seiner Mutter zu verlassen. Uff. Er bietet seine Hilfe nicht bereitwillig an und wird auch gerne mal beherzt mosern. Doch im Falle des Falles kann man sich stets auf ihn verlassen. Ah. Okay. Das brennt. Da ist die Puppe rum. Oh, da ist eine Kiste. Kiste! Lehrlingsabzeichen. Also neue Sache zum Ausrüsten. Er hat einen Handschuh. Er hat ziemlich viel Leben. Und er eine weniger... Ja, ein bisschen weniger Stärke und Magie, aber... Er scheint so der Tank zu sein. Wächter. Aha. Okay. Ist eigentlich mal interessant, wenn man so mal schaut. Helden-Kombo-Karte. Die sind neu. Die waren vorher nicht da. Müssen wir später mal anschauen. Lenksabzeichen gibt... Moment. Plus 10% Leben, plus 15% Stärke und plus 5% Magie. Reine Stärke? Nein. Da gibt es nur plus 5%, 10% Leben. Wo wir es am meisten bringen? Bei ihm. Ja. Und dann sollen wir mal kurz mal reinschauen in die Decks. Was hat denn der so Schickes? Er hat eine Dampffaust. Macht 11 Schaden. Physischer Schaden. Man benötigt keine von diesen Dingern hier. Mal Abrissbirne. Macht sehr viel Schaden und verringert die Verteidigung des Gegners. Okay. Und er kann flicken. Und er kann heilen. Cool, wir haben einen Heiler, der gleichzeitig ein Tank ist. Krass. Na dann, warum nicht? Hallo. Bäcker, erklär, bist du wohl auf? Ich glaube schon. Ich habe mich hinter meinem Tresen versteckt, sobald dieses ganze Chaos losging. Als er endlich den Mut zusammengenommen hatte, über die Kante zu lugen, war auch schon alles vorbei und das Dorf stand in Flammen. Und als wäre das nicht genug gewesen, haben sie ja noch mein frisch gebratenes Brötchen gestohlen. Was ein Verbrechen! Diese Tiere. Was mit diesen, mit den anderen Dorfbewohnern oder den Gildenhelden? Das letzte, was ich sah, ehe ich meinen Kopf hinter dem Tresen verschwand, war, dass sich, wie sich die Leute zum Tavern aufgemacht haben. Ich bin sicher, alle sind wohl auf. Dennoch bin ich erleichtert, dass meine Eltern ausgerechnet diese Woche meine Tante besuchen gefahren sind. Ja, Oma, mache ich mir auch keine Sorgen. Das ganze Haus ist von Dachboden bis in den Keller mit Fallen gespickt. Das klingt natürlich sehr sicher. Wow. Nett. Okay. Oh. Nö. Wir sollten jetzt mal hier ein bisschen umschauen. Bisschen Geld mitnehmen, bisschen Geld mitnehmen. Hier geht's nicht weiter, ne? Nö. Gehen wir es mal nach oben. Auch Gegner. Okay. Der Typ hier drüben sah nämlich ein bisschen heftiger aus. Hat er einen Verschlag gekriegt? Der Erschlag? Hm. Gucken wir mal. Heldenkombos. Wenn du in einer Runde mindestens drei Karten desselben Helden spielst, führst du eine Heldenkombo aus, die deinen Angriffen einen Bonuseffekt hinzufügt. Oh. Der Effekt ist abhängig von der Waffe des jeweiligen Helden. Also such nach Waffen, deren Kombo-Effekte deinem Spielstil entsprechen. Cool. Okay. Ich meine, der Heldeneffekt von Amelie ist Schaden zu machen, ne? Dann mal den Feldnagel mal raus. Und zum Ende gibt es nochmal 13 Schaden und eine Heilung. Cool.
Das ist praktisch. Wow, echt jetzt? Direkt, aber direkt. Aber sofort direkt hinterher kommt eine Heilung. Das ist Bullshit. Du kannst jederzeit, während du im Zug bist, Heilgegenstände einsetzen, indem du das Kampfmenü aufrufst und Heilgegenstände aus der Liste an Optionen auswählst. Ja. Außerdem kannst du Gegner mustern, um mehr über die Schwächen und aktiven Effekte zu erfahren oder dich im Notfall zurückzuziehen. Auch wenn du dadurch den Rest der Runde aussetzen musst, dennoch ist ein geordneter Rückzug manchmal die beste Option. Ja, mit Abstand eine der besten Optionen, die man haben kann. Besser als drauf zu gehen. So, gucken wir mal. Wenn die uns sagen, du musst mal mausern, dann mausern wir mal. Er ist immun gegen irgendwas? Gegen was? Naja, gucken wir mal. Also, wir machen erstmal. Wir müssen erstmal den einen runterhauen. Ziemlich schnell in einer Runde. Das heißt, wir hauen mit allem drauf, was wir können. Auf das der einfach stirbt. So, momentan haben wir. Es wird nicht reichen, so. Das reicht. Wenn es denn perfekt passt von den Schadenswerten her. Dann reicht das so. Komm schon. Ja. 30. Jawohl, ein kritischer Treffer noch dabei. Super. Heilungsformel kannst du gerne einsetzen. Und wir machen jetzt erstmal Wücherhieb. Wücherhieb und Heldenhieb. Oder eisige Kälte? Barrierefeld. Ja, machen wir so. Zack. Und zack. Und. Zack. Und schönes Barrierefeld. Schick. Es ist für alle Leute eine Barriere. Das ist super. Gut. Eins, zwei, drei. Machen wir so. Und machen in der nächsten Runde. Wobei. Ne, wir machen es andersrum. Wir machen es so. Der geht nicht. Verdammt. Wir müssen es so machen. Nein, Moment. Den hier und den hier. Und dann würde ich immer den hier wegmachen. Dampfhaus, super. Verhalten wir es mal so. Da können wir die nächste Runde nutzen. Für eine große Kombo-Angriff. Aua, 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 Flammen. Na dann, Faust. Faust. Abrissbirne. Was eigentlich die falsche Kombination ist, weil eigentlich müsste ich machen Abrissbirne, Faust, Faust. Und dann den Wächter. Verteidigungssäcken und sowas. Aber der erste Angriff nimmt ihn eh schon raus. Super! Plus 4 Stärke, plus 6 Magie und plus 20 Leben. Ah. Schick, schick. So, was haben wir hier so Schickes? Ah, eine Kiste. Plündern! Schilde hoch. Erhöht die Verteidigung ab, physische Abwehr eines Verbündeten 3 Runden lang um 2 Ränge. Ah. Schick. So eine hohe, hohe, hohe. Ding ist es doch was gut zu haben. Ah. Secret. Psst. Sind die Soldaten auch da draußen? Keine Sorge, wir regeln das schon. Die anderen sind davon gerannt, aber wir sind nicht so schnell zu Fuß. Also haben wir uns hier drin vom Feuer versteckt. Seht ein Euer offen vor Flammen zu verstecken? Eine großartige Idee. Hm. Ja, total gut. Panzerplatte. Ich frag mich, was das ist. Für einen Ausrüstungsgegen Starhand. Erhöht die physische Abwehr enorm, sodass der Held weniger als 30% des maximalen. Was? Sobald der Held weniger als 30% des maximalen Lebens hat. Wird einmal pro Kampf ausgelöst. Oh. Ja, bei wem ist am ehesten, dass er 30, unter 30% kommt? Hm. Ich würde sagen,
Gib mal ihr. Und nehmen wir dafür das Dreh ab. Oder? Nee, wir lassen es da drauf. Bye. Arme Dorfbewohner. Die können nichts dafür. Sie sind einfach nur da. Am falschen Ort. Zur falschen Zeit. So. Aha. Erwischt. Gut. Wie viel Schaden hat es gemacht? 14. Okay. Buch. 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 Das Beschleunigen ist auch voll in Ordnung. Oh, der hat meine Verteidigung, meinen physischen Angriff gesenkt. Sauerei. Das ist natürlich nicht so toll. Gut. Flicken brauchen wir erstmal nicht. Feuerbrunst ist okay, Flicken brauchen wir trotzdem nicht. Heldenhieb. Ich hätte gerne mehrere rote gerade. Oder mehrere andere Farben. Machen wir es so. Lassen wir jetzt mal eine kleine Runde durchsetzen hier. Komm schon wieder. Mein Angriff ist auch mittlerweile so niedrig. Gut, ich bräuchte jetzt, um einen von denen rauszunehmen, ich mache den hier neu. Oder? Nimm mal den hier weg. Dampfhaust. Toll. Eldenhieb, genau. Super. Eins, zwei und drei. Machen wir alles auf den hier. Zack, 12 Schaden, 13 Schaden, 42 Schaden und nochmal weitere 13. Nein, 12. Verdammt. Bisschen doof gelaufen. Naja, kann man nichts machen. So, die eisige Kälte wird ein ziemlich gut wehtun. 22 Schaden. Bleiben nicht mehr allzu viel übrig. Es sei denn, ich mach die Feuersbrunst. So kann ich schon mal einen rausnehmen. Und dann ziehen wir mal kurz hier neu. Super. Katsching. Feuersbrunst. Und Katsching. Oh, der hat überlebt. Das ist eine Sauerei. Macht nichts. Einmal keltisch HDN. Und raus mit denen. Check. Ich sollte mich vielleicht nicht so lange aufhalten mit denen. Es sollte machbar sein, schnell durchzulaufen eigentlich gegen diese Typen. Nein. Oh, Kiste. Hi. Algeron, hilf. Ich bin zu jung, um als Häuflein Asche zu enden. Ganz ruhig, Quinn. Hier endet niemand als Häuflein Asche. Sie kam aus dem Nichts. Genau wie dieser Ausschlag, den ich vom Brunnenwasser bekommen habe. Wie? Gigaton-Schlag. Ui. Kombo. Ein Kombo-Angriff. Okay. Versucht zusätzlich 100% Stärke. Team-Kombo. Oh, da ist ganz schön viel Schaden drauf. Fast 1000. Wow. Einige Karten sind stärker, wenn sie zusammen mit einer Karte eines anderen Helden gespielt werden. Dies wird als Team-Kombo bezeichnet. Karten, die Team-Kombo-Effekte haben, haben ein Symbol, das anderem, dem anderen Helden auf der Karte entspricht. Die detaillierte Beschreibung der Karte erklärt auch, welchen Bonus man erhält. Um die Kombi-Bonus zu aktivieren, spielt man einfach eine beliebige Karte vom angegebenen Helden vor der Karte mit dem Team-Kombo-Effekt in der gleichen Runde. Okay.
Eine beliebige Karte vom angegebenen Helden von der Karte. Okay. Also kann man theoretisch doppelte Kombos spielen? Krass. Doppelte Kombos. Uff. Wir müssen auf jeden Fall mal ins Deck packen, weil das scheint ziemlich heftig zu sein. Zwei? Boah, das sind ziemlich teuer, muss man sagen. Ziemlich teuer. Eine weniger Abrissbirne. Dampfhaus macht kaum Schaden. Machen wir es mal so. Zwei davon. Boah, das ist ziemlich teuer, muss man sagen. Machen wir mal ein Schild hoch. Wir machen ein Schild hoch, einen Gigatonnenschlag. Ein Abrissbirne bräuchten wir. Ich weiß nicht, einmal Flicken rausnehmen. Flicken heilt so richtig gut, ey. Schwierig. Schwierig zu sagen, was jetzt optimal ist. Hab dich. Das sind ganz schön viele. Ui, das sind ganz schön viele. Okay. Flicken könnte ich eventuell brauchen gleich. Mana-Barriere? Abrissbirne. Ich weiß nicht. Wir müssen auf jeden Fall den Mage da hinten rausnehmen. Dampfhaus, na super. Nicht das, was ich haben will. Und eigentlich will ich irgendwo Kombinationsangriffe machen. Okay, machen wir erstmal den Magier angreifen einmal. Zweimal. Oder? Ne, wir machen eine Mana-Barriere. Copernica braucht sie. Und einmal Heldenmut buffen. Ja. Das ist echt eine üble Runde, ey. Also nicht das, was ich erwartet hätte. An Karten, die ich gerade genau dann ziehe. Ey. Konterhaltung, okay. Und Sperrstoß. Ist der ganze Schild wieder weg. Super. Super, wieder komplett verschiedene Farben. Super doof. Super doof, super doof. So gerne ich gerade einsetzen würde, aber dann muss ich mal kurz weg. Super. Für alle Leute jetzt eine Dingens hier. Passt doch. Eine schöne Barriere für alle. Eins. Zwei. Und Feuersäule. Auch gespeedet. Barriere fällt. Und er heilt sich, natürlich. Ah, Säcken Angriff. Säcken alle den Angriff, die Säcke. Sauerei. Na gut, wir müssen den Magier auf jeden Fall loswerden da oben. Reicht aber, wenn ich den so schon mache, ne? Ja, das reicht schon so. Dann wir noch den hier hinten mit. Na dann. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Tja. Ich habe leider nicht genug, um alle einzusetzen davon. Flicken könnte ich mal machen, aber wir sollten vielleicht mal erst den einen hier rausnehmen. Oder? Ja. Und dann können wir noch Flicken einsetzen. Super. Uff. Einmal Flicken einsetzen. Den brauchen wir erstmal nicht. Und den brauchen wir erstmal nicht hier. So, man kann mal ein bisschen hochspeeden, weil es irgendwo uninteressant ist, wenn es ein Gegner ist und wir eigentlich nur
kurz ein bisschen buffen wollen. Aber wie viel Leben hat er noch? 106. Schild hoch. Feuersäule. Nice. Perfekt. Oh, es war ein Konter. Oh, nochmal Konter ausgelöst. Echt jetzt? Okay, also sie können auch kontern anscheinend, wenn sie echt nur Dingens haben. Auch wenn es Magie-Effekte sind. Okay, mies. Gut zu wissen, also... Konter ist Konter, egal was ist. Uff. Also nicht mal, niemals mit so einem Dreierangriff draufhauen auf den Typen mit dem Konter. Das, aua. Das auert ganz schön heftig. So, von links kamen wir. Gehen wir nach rechts. Bild ich mir das nur ein, oder wird es immer wärmer? Das halbe Dorf brennt. Natürlich ist es warm. Der Rauch verdichtet sich in dieser Richtung. Wir nähern uns dem Rathaus. Hm. Reparaturfiole. Speicherstatue haben wir hier. Unsere Helden. Wir müssen mal kurz heilen. Na, dann mal schauen. Ist das ein Vogel da drin? Süß. Aber was? Warum seid ihr nicht bei den anderen Gefangenen? Ha, diese nicht nutzigen Blechköpfe. Sie besudeln den tatenlosen Ruf der Armee des Abgrunds. Die Armee des Abgrunds? Was genau macht ihr hier eigentlich? Also abgesehen davon, dass ihr das Rathaus abfackelt natürlich. Ich rede nicht mit Gildenabschaum. Ich diene nur den dunklen Lord, dessen Eisenschuhe ihr es nicht einmal wert seid zu polieren. Der dunkle was? Nie von ihm gehört. Von mir aus kannst du auch gerne dein... Was? Von mir aus kannst du auch gerne einer Ziege dienen. Wow. Fang an zu reden, bevor wir es aus rausprügeln. Okay, nett. Ich würde sagen, das klingt dann einem guten... Zug, hier erstmal schön fett drauf zu klatschen. Scheiße daneben. Dieser Boss. Ich kenne diesen Boss, weil dieser Boss vorkam. Oh oh. Ich glaube, ersten Trailer. Beziehungsweise im. In einem. Hey, das Spiel kommt bald raus, Trailer. Oder wir arbeiten dran, hier ein neues Update-Trailer genieße. Ich habe dazu, glaube ich, News geschrieben und der sah ziemlich interessant aus. Vor allem hat er einen Heileffekt drauf, die Sau. Was nicht so cool ist. Gut. Wir machen mal die Feuersäule eben weg. Oder? Ja. Flicken brauchen wir auch erstmal nicht. Mist. Ich will nochmal drehen. Na gut. Mist aber auch, ey. Hau mal drauf. Also der könnte ein bisschen härter werden. Nehme ich an. Ziel markieren. Oh. Au. Ziel markieren. Das klingt für mich nach einer Sache wie... Hey. Ich werde dir gleich ziemlich aufs Maul geben. Nicht nett. Okay, neu ziehen. Feuersbrunst. Besser ist mit der Barriere. Weil der jetzt gleich 5 Gears und das gefällt mir nicht. Abgesehen davon, das arme kleine Ding da oben in seinem Kopf drin. Au. Er hat sie wieder geheilt. Mies. Okay. Wir müssen ihm auf jeden Fall seine Verteidigung senken, mal irgendwie. Erstmal Barriere. Tapferen Schlag. Abrissbirne. Oder lassen wir ihn für die nächste Runde? Ich glaube, ich lasse mir für die nächste Runde die Abrissbirne. Und Flick kann ich auch wegpacken. Schilde hoch. Ja, super. Wenn er eh fixiert ist auf Galeo,
Besser ist, die Schilde hochzumachen. Zumindest sah das so aus, als er den markiert, damit den schön, ne, massakrieren kann. Ja. Aua. Gut. Gut, gut, gut. Also, wir brauchen eventuell noch etwas. Toddies. Na, nicht das, was ich haben will. Gigatonnenschlag. Das ist super. Okay, machen wir den hier. Ja, machen wir es so. Wobei es eigentlich dumm war von mir jetzt gerade, das eine zu verbrauchen. Denn es wäre besser gewesen, es zu behalten. Für eine Kombinationsattacke gleich. Jautsch. Der kostet 4, der kostet 3. Ja, wir werden mal kurz was anderes machen. Flicken weg. Schilde hoch, super. Machen wir kurz auf Amelie. Flücherhieb. Dann sind wir auf 7. Also können noch einen verbraten. So. Ich bräuchte gleich wieder eine Kombinationsattacke. Ein bisschen so einen, alles blau. Kraftentzug. Oh, es hängt immer meinen Angriff. Sauerei. Genau dann, wenn ich ihn gerade schön massakrieren will. Mist. Ja, ist natürlich jetzt vergebene Mühe, das zu machen. Wirklich. Vergebene Mühe, das zu machen. Mach's trotzdem mal. Wächter. Bam. Verteidigung runter. Und eine schöne Heilung. Und alle Verteidigung hoch. Hui, das ist ein Schaden. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ich muss sie heilen auf jeden Fall. Und ich kann gerade nichts anderes machen, außer... Ne? So. Ich habe keine anderen Dinge jetzt hier gerade. Mies. Oder ich kann natürlich doch darauf vertrauen, dass es jetzt nicht funktionieren wird, was er vorhat. Heldenmut. Tapferer Schlag. Heldenhieb hinterher? Heldenhieb hinterher. Ja, komm. Eine kleine Heilung hinterher. Ich hoffe, er macht jetzt nichts Blödes. Weil es riskant, was ich gerade gemacht habe. Ah, das war doof. Ich hätte heilen sollen. Ich hätte heilen sollen. So ein Mist. Mist? Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht mit irgendwo... Naja, Wiederbeleben im Kampf ist ja nicht möglich, haben sie gesagt, ne? Gott, der nervt mit seiner Heilung, ey. LSKO, 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 danke Spiel. Super. Flicken. Mist. Ich hätte einfach heilen sollen. Das war schon ordentlich Schwierigkeitsgrad. Also der hat ordentlich Leben, macht ordentlich Schaden, das muss man ja sagen.
Au! Aua, das war aua. Ordentlich kritischer Treffer. Ich werde ihn nicht schaffen, das weiß ich. Allein schon durch die reinen Schadenswerte, die ich hier sehe, der Typ macht. Das wird alles nix. Es sei denn, ich mache jetzt nur kritische Treffer oder sowas. Ja gut, mit allen kritischen Treffern hätte es vielleicht gereicht. Rundfahrt. Ja. Sauerei. Wow. Na gut, da können wir mal schauen, was passiert, wenn... Wenn man K.O. geht. Man kann zur Statue zurück oder das Spiel beenden. Ah, gut zu wissen. Zur Statue. Und so respawnt man also. Okay. Krass. Gut. Dann werde ich mal kurz mein Deck ändern. Da ist nämlich ein Problem drin. Er senkt meinen Angriff. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Nein. Totaler Scheiß. Er macht guten Schaden. Das heißt, ich brauche gute Verteidigung. Komm, mehr Heilung. Machen wir kurz das komplette Deck raus. Also, Flicken brauchen wir mindestens zweimal. Drei wäre schon ordentlich. Und dann nur Dingens hoch machen. So, einmal Schilde hoch. Verteilung könnte ich natürlich auch einmal runter machen. Einmal Abrissbirne, sonst Flicken. Gigatonnenschlag, schön und gut, aber brauchen wir hier nicht. So, die Feuerbrunst brauchen wir nicht. Feuersäule ist gut hingegen. Bücherheb ist gut. Malerbarriere brauchen wir ein mehr. Eisige Kälte. Beschwert nicht mehr. Also ist unnötig. Dann nehmen wir noch einmal eine Feuersäule mehr. So. Schlachtruf ist super. Brauche ich auf jeden Fall zwei. Heldenmut, halb so wild. Tapferer Schlag. Ja. Vielleicht habe ich so viele Sachen zum Boosten. Brauchen wir kaum was, was ich verwenden kann. Also, Auto gehen. Das sollte machbar sein. Doch, das sollte machbar sein. So. So, du schon wieder. Alle guten Dinge sind drei. So, jetzt mal, das brauchen wir nicht. Mal bei Ehre. Na. Mist. Gut. Angesenken. Und eine Chain raushauen und ein bisschen heilen. Oh nein.
Super. Schilde hoch. Brauche ich eigentlich gar nicht. Doch. Muss sein. Abrissbirne kann ich machen. Aber ich sollte lieber heilen, weil das ist echt haarig. Was jetzt sonst an Schaden reinkommt. Einmal Schilde hoch. Zweimal Schilde hoch. Die Heilung. Der Dampfrost hinterher. Und der Wächter. Höchststufe 3 Schild. Gut. Er hat mir eine Schildstufe geklaut. Aber es sollten wir machen können. Gut. Barriere für sich selbst. Bücherhieb. Feuersäule. Oder Angriff senken. Ne, wir müssen auf jeden Fall die Mana-Barriere hochmachen. Lieber die Barriere als irgendwo einen Rundangriff zu haben, der viel zu viel Schaden fährt. Gut. Na dann, einmal tschüss Bücherhieb. Feuersäule ist gut. Flicken muss ich behalten bei Abrissbirne. Super. Doof. Die Angriffverbesserung wegmachen. Draufhauen. Ja. Gut. Au. Ganz viel Blau? Kein Blau. Uff. Toll. Keine Möglichkeit jetzt irgendwo groß was zu machen. Super. Aber so. Heilen mitnehmen. Wenn wir das Heilen verwenden, kommt es schnell wieder in den Zirkel rein. Au. Und markiert der Dick. Okay. Solange der Dick markiert ist, ist alles okay. Dann können wir hier gemütlich draufklatschen. Das ist super. Alle draufgehauen. Nicht allzu viel Schaden. War eine Barriere. Feuersäulen. Und eine viel größere Barriere für alle. Gut. Da muss er erstmal durchkommen durch die Barriere, ey. Das ist ein ordentliches Stück. Wunderschöne Handarbeit. Gut. Flicken. Sollten wir vielleicht mal machen. Erstmal schauen. Tschüss, Heldenhieb. Gigatonschlag. Nee. Hallo, Heldenhieb. Dich gerade für weggeballert. Machen wir so. Reine Supportrunde, ein bisschen Punkte aufbauen. Das Schild hält. Der Schild ist weg. Okay. Super. Oder? Wow. Derbe. Ich hätte gewusst, dass es nur grüne Ziele, die wahrscheinlich das komplette grüne Ding gemacht. Aber ihre Feld ist nicht schlecht.
Uff, das ist das Schild weg. Und unsere Heldin ist markiert. Ist okay. Ist gar nicht so übel. Schilde hoch. Und noch mehr Schilde. Gut. So. Die Barriere. Bücherhieb kommt weg. Ist zu verlockend eigentlich. Man muss eigentlich den Angriff senken. Mist. Okay. Barriere, Feuersäule, Feuersäule. Zweimal Schlachtruf? Wow. Jetzt sehen wir ordentlich deine Verteidigung, ich meine deinen Angriff. Normalisiert. Und minus 1. Kein minus 1. Was? Au. Es gab kein minus 1 jetzt auf den Angriff. Doch, da ist er doch. Der wurde nicht angezeigt. Okay. So, Abrissbirne ist einsetzbar. Frage ist, warum? Nein. Nicht das, was ich wollte. Mist. Also die Barrieren sind ziemlich stark. Die Heilung von Schild hoch geht auch klar. Lieber defensiv spielen als offensiv. Das ist, glaube ich, die Devise hier momentan. Ja, halt wieder. Komm schon, das gibt's doch nicht. Der kann weg. Der kann weg. Jawohl. Gut. Zwei. Feuersäule hinterher und eine Barriere fällt. Drei Fäuste für ein Halleluja. Schild ja durch. Gerade mit der Verteidigung, die noch hoch geht. Und dem Leben, den wir gebufft bekommen. Kann man zumindest den Schaden mal mitnehmen. Dreimal geschlagen, einmal gebufft. Oh. Ich glaube, der nimmt den kompletten Schaden des Schilds runter. Ist heftig. Gut, er weg. Sehr schick. Bullshit! Zwei Nadelstiche, echt jetzt? Why? Why you do this?
Gerade ein bisschen leicht angepisst. Ah, das ist ärgerlich. Das ist wirklich leicht ärgerlich. Der doppelte Angriff war so mega unnötig. Na, super. Na dann. Schau mal! Eins! Down! Krass, also... Für einen zweiten Boss? Verdammt! Also, heilige! Also, schwer ist schwer! Schwer ist schwer! Holy Macaroni! Ja, Holy Macaroni! Das ist übel! Es ist gut, aber das ist übel! Voll gut, aber voll übel! Wenn ich in der Armee 1 gelernt habe, dann ist es ein guter Rückzug, einer schlechten Niederlage immer vorzuziehen ist. Ja, ja. Kuckuck, kuckuck. Ah, und selbst wenn unsere Einheit down geht, sie bekommt Erfahrungspunkte. Super. Mehr Leben. Mehr Leben und mehr Stärke. Geil. Komm sofort zurück, du Singvogel. Los, ihm nach. Amelie... Ich überbringe wirklich nur ungern schlechte Nachrichten. Aber das Dorf brennt. Ich gleich mal Bescheid geben. Ich überbringe... Oh, stimmt. Wir sollten wohl das Feuer löschen. Trotzdem haben wir ihm ordentlich den Blechhintern getreten, ne? Hehe. Ordentlich, ordentlich. Jo. Das Dorf... Gashain. Ganshain. Nun, da Ganshain sicher und da zumindest nicht mehr dem Untergang geweiht ist, macht sich unsere wachsende Abenteurertruppe auf den Weg zum Ortsverband der Heldengilde, um herauszufinden, was zum Geier eigentlich los ist. Ich liebe diese Texte, ohne Scheiß. Sie sind super geschrieben. Ich mag es, ohne Mist. Der Humor ist super. Das ist genau mein Humor. Ich liebe ihn. Gut, das war Kapitel 2. Hurra!